Ja, Toplane würde ich jetzt ungern schießen, ehrlich gesagt. Ja, der Draven hätte Hate of Blades spielen sollen. Also realistisch gesehen flippen wir hier Level 1 das Game. Perfekt. Das war ja nicht mal ein Flip, das war einfach nur Scheiße. Da muss ich einfach sterben wie ein Lulu-Main. Da darf sie nicht flashen. Fresh scars remind me, I'm still human. Gestern haben wir jedes Game First Blood gekriegt, Leute. Nee, da wurde gar nichts geflippt, da haben wir einfach nur geintet. All I need to achieve the impossible is the right team. Lulu hat leider ihr Q nicht getroffen. Ne, wir das pushen wollen hier, ehrlich gesagt. Lulu muss halt aufpassen, sie hat keinen Flash, ne? Ich bin nicht wirklich killable. Ja, Lulu ist leider Ich wäre hier echt gerne gestayed, muss ich sagen. Aber Lulu hat keinen Mana mehr. Schade, dass der Hecarim Early einen Kill gekriegt, sonst hätte der jetzt echt ein Problem. Diesen. Also den Baitpin können sie jetzt echt wieder rausnehmen. Seitdem, wenn man den nicht mehr. Ah, ne, mein, den kann man ja ganz normal usen. Muss hier warden. Okay, Draven hat einen Vamp-Scepter, der ist sehr weak. Fuck, der Draven endet ja komplett.
Wir brauchen jetzt die Hilfe vom Dingens. Lol. Sit down. Sit the fuck down! Ah, ja, ja, Draven war der low? Draven war low, ne? Die Wave wollen wir nicht mehr nehmen. Sehr schön. Oh, die Kamera ist wieder voll durchschlagen. Ja, das Setup ist ein bisschen provisorisch. Oh nee. Der gegnerische Supporter kommt Midlane, nachdem er Bot gestorben ist und die Botlane Base ist. Das war unpredictable. Das war wirklich komplett unpredictable. Und jetzt geht er Toplane, nachdem er Botlane nichts zu tun hat? Nein, das kann gar nicht. Also, wow, das war so gut gespielt von Pyke. Also, das war unmöglich, das zu predikten. Oh, Mann. Krass, wie gut er ist in League of Legends. Was ein talentierter Gamer. Oh, und jetzt roamt der Pyke nochmal? Nein, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass er, nachdem er zweimal geroamt ist und immer noch keinen Grund hat, Bot zu sein, immer noch nicht Bot ist und nochmal roamt. Wow. Crazy. Ich wäre auch gerne so gut in League of Legends wie dieser Pyke. Wir haben keine Sums, wir müssen jetzt respekten. Pyke ist auch 6. Ich bin 8 Arrow. Oh mein Gott, jetzt ist der Pyke schon wieder Mitte, nachdem er in den River reingemoved ist und sich nicht mehr Bot gezeigt hat. Nein, das kann doch gar... Also das ist unglaublich, was dieser Pyke in diesem Spiel leistet. Wow! Und wenn er jetzt gleich nochmal Toplane ist, das wäre ja... Na, das wäre ja schon wieder... Das kann ja gar nicht sein. Na, jetzt Toplane ist der Pyke. Oh mein Gott, dann ist wirklich... Er ist nicht Toplane? Na, das hat doch nicht so gut, wie ich dachte. Memories are more.
Na, Lulu, du kannst jetzt aber nicht top-moven. Jetzt, das ist nicht dein Roaming. Das ist nicht deine Schuld, dass unser Team intet, weißt du? Ich verstehe, dass du dir denkst, oh, mein Team, ich muss jetzt helfen. Wobei, ich habe Flash wieder ready. Ich glaube, ich überlebe das. Oh, Pike ist top-lane. Und stirbt. Ja, das Ding ist einfach, dass Midlane und Botlane, Midlane und Toplane beide ihre Matchups halt einfach hart stompen und deswegen nicht bereit sind, safe zu spielen, wenn Pike misses. Ich glaube, das ist einfach das Ding, was hier passiert. Und ganz ehrlich, irgendwo verstehe ich's. Der Draven fällt ja auch krass behind dafür. Aber... wenn man das mathematisch durchrechnet, kommt man relativ schnell auf die Idee, dass 10 CS droppen besser ist, als gegen Pike zu sterben. Lassen wir uns jetzt hier engagen, ist die Frage. Komm nicht mehr ran. Heute bin ich irgendwie ein bisschen... Heute bin ich die kleine Diva, ich weiß auch nicht. Na, hier müssen wir nur einmal die Stacks von Draven bekommen, dann ist das Game ziemlich over. Ah, der hat noch Öl, ne? Du bist fast executed worden, ne? Uiuiui. Ich glaube, der Draven ist tatsächlich gar nicht so glücklich darüber, dass der Pike die ganze Zeit roamt. Wäre ich an seiner Stelle auch nicht. So. Der Draven war nicht Base. Will ihn auch nicht Base lassen. Benutzt deine Pots, benutzt deine Pots, Pots, Pots. Nee, Pots, war Pots, immer noch nicht Pots, Base. Benutzt deine Pots, 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 Pots. Das ist halt die Frage. Hecarim und Pike, die können jetzt Top, Mitte, Bot, die können überall ein Play machen. Draven war allerdings noch nicht Base. Und ich habe das Gefühl, die hassen den Draven auch einfach. Okay. In welchem Film war der? In welchem Film war der Rengar gerade? Er dachte, sie sind 10.
Erasing our memories only ensures we repeat our mistakes. This enemy has been slain. Gut, dass wir das Game nicht gedodged haben. Das ist ja der übertriebenste Stomp. Aber es hätte unironisch alles anders sein können, wenn wir Level 1 einmal auf Lane gestorben wären oder Level 2, ne? Also hätten die Gegner einen guten Fight Botlane gefunden, hätte das ganze Game anders aussehen können. Hier sieht nur noch eine Hand. Ja, das Ding ist ein bisschen verschoben worden. Mein Stativ ist leider nicht so stabil. Ich habe so ein billiges AliExpress-Stativ, das merkt man aber auch. Ja? Zahlst du günstig, zahlst du zweimal. Deswegen holt euch doch direkt ein Samsung Galaxy Fold. Denn da seid ihr lange mit glücklich. Ja? Wenn jetzt noch ein Mod-Ausrufezeichen Samsung in den Chat schreiben würde. Oh, wäre das klasse. Oh, wäre das klasse. Moin Teko, was geht? Arrows sind heute irgendwie nicht. Die Seraphim wird gleich für den Play gucken. Wieso ist dieses Game so ein krasser Somm? What the fuck? Crazy. Ich stell dir mal vor, wir hätten nicht die... Stell dir mal vor, wir hätten nicht die 5 random Tode gegen Pike gehabt. Dann wäre das hier fast ein Perfect Game geworden. Lol. GG. Die Seraphim schmeißt Ulz wie Sola, das ist frech. Das ist frech, dünnes Eis, mein Lieber. Die einzige Anti, danke und Sub.